Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video habe ich mal für euch einen Give Avenger to Friend Glitch. Was ihr dafür benötigt, ist einmal selber eine Avenger. In dem Fall seht ihr jetzt hier gerade die Ansicht des Gebers, aber ich werde auch nochmal die Ansicht des Freundes zeigen, derjenige, der nämlich die Avenger bekommt. Und ja, was ihr selber dafür braucht, das heißt, derjenige, der die Avenger gibt, braucht einmal die Avenger, die euer Kollege haben möchte. Dann benötigt ihr noch, wie ich, eine Basis. Und mehr auch nicht. Euer Freund, der die Avenger bekommen möchte, benötigt ebenso eine Avenger und eine Basis. Mehr als diese Dinge benötigt ihr nicht. Das erste, was ihr macht, Leute, ihr begibt euch zusammen mit eurem Kollegen, der die Avenger bekommen möchte, in eine Sitzung für Spieler mit Einladung. Wenn ihr in der Sitzung für Spieler mit Einladung angekommen seid, betretet ihr jetzt eure Basis, nämlich derjenige, der die Avenger dem Kollegen geben wird. Das bin ich. Nun lade ich meinen Kollegen in meine Basis ein. Wie gesagt, sprich Equixion kriegt in diesem Video die Avenger, nicht Unicorn Hyper 808, sondern Equixion. Ich bin derjenige, der die Avenger geben wird. Sobald euer Freund in eure Basis reingekommen ist, über die Einladung, die ihr ihm geschickt habt, macht ihr folgendes. Nun läuft ihr nämlich einfach zu dem Hack von der Avenger. Ihr seht, hier ist der blaue Kreis. Wichtig ist, noch nicht in den blauen Kreis reinlaufen, denn nun kommt nämlich euer Freund ins Spiel. Der läuft jetzt nämlich einfach auch in die Nähe von eurer Avenger. Ihr könnt das jetzt auch sehen. Nun öffnet euer Freund sein Handy, geht auf schneller Job, dann geht auf Aktivität, geht auf Arm drücken, drückt X auf Freundesitzung, drückt X auf Bist du sicher. Und nun wartet ihr, bis bei demjenigen, der die Avenger gibt, unten links eine Job-Einladung aufpoppt. Wir warten jetzt kurz, Leute. Okay, wie ihr seht, dort ist die Job-Einladung. Nun laufen wir in den blauen Kreis rein, sodass oben links steht Alleinantreten oder Eintreten mit Nahen und Freunden. Wir gehen jetzt auf Alleinantreten. Nun drücken wir die Optionstaste, gehen auf Freunde. Nun gehen wir einmal auf unseren Freund, drücken einmal X auf Spiel beitreten. Und sobald wir die erste schwarze Meldung haben, warten wir 5 Sekunden. Das heißt, wir drücken jetzt X auf Spiel beitreten und mit der Meldung warten wir jetzt 5 Sekunden. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, X drücken. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und nun X durchspammen, Leute. Einfach X durchspammen, genauso wie ich es jetzt hier im Video mache. Und wenn alles geklappt haben sollte, oder alles geklappt hat, dürftet ihr jetzt euren Freund nicht sehen und euer Freund dürfte euch ebenso nicht sehen. Nun Leute, verlässt euer Freund einfach die Lobby, denn er drückt nämlich jetzt die Optionstaste, geht auf Online und geht von hier aus in den Editor. Ganz einfach. Und sobald euer Freund in dem Editor angekommen ist, ladet ihr ihn ganz einfach in die Lobby wieder ein und euer Freund tretet euch ganz normal in der Sitzung bei. Das heißt, wir drücken jetzt die Optionstaste, gehen auf Freunde und nun lade ich einfach meinen Kollegen wieder ein und mein Kollege nimmt diese Einladung ganz normal an. Sobald euer Freund nun in der Lobby wieder gespawnt ist, betretet er ganz normal einfach seine Basis. Wenn dann nun euer Freund in der Basis gespawnt ist, dürfte er schon feststellen, dass dort eure Avenger steht, nämlich von denjenigen, der die Avenger gibt. Nun steigt nämlich euer Freund ganz einfach in diese Avenger ein. Sobald er in der Avenger drinnen sitzt, drückt er einmal die Pfeiltaste nach rechts, um die Avenger zu modifizieren. Ihr könnt das auch oben rechts sehen. Einfach die Pfeiltaste nach rechts drücken. Nun ändern wir einmal die Panzerung an der Avenger hin und her, drücken Kreis, Kreis und dann auf Fahrzeugwerkstatt verlassen. Okay, oder auf Fahrzeug verlassen einfach. Falls Fahrzeugwerkstatt verlassen gehen nicht sollte, einfach auf Fahrzeug verlassen drücken. Nun verlassen wir nämlich ganz einfach die Basis, Leute. Okay, ihr seht das auch oben rechts.
Und sobald euer Freund außerhalb der Basis gespawnt ist, öffnet er sein Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, geht auf Avenger und fordert einmal seine Avenger an. Und nun dürfte euer Freund auch feststellen, dass es jetzt nicht mehr seine alte Avenger ist, sondern nämlich eure gemoddete Avenger, die ihr ihm jetzt geschenkt habt. Ihr könnt es auch schon sehen, Leute, hier ist die Money Avenger. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst einen Daumen da, haut rein und ciao.